Es ist für mich immer noch unglaublich. Den Gummifisch vors Maul serviert. Wir versuchen ein Weltzuangeln. Die ganze Zeit gegen alle Widerstände ankämpfen. Auf sich. Und der Kopf ist rechts davon, siehst du? Hier schwimmt nicht genau ein Monsterwelt. Nein, nein, oh nein! Mal der 260er, der wird eher dich fangen. Oh! Das dürfen wir nur nicht verlieren, weil der hängt echt sehr knapp. Ich habe mindestens 20 Stück gesehen. Mitten in der Nacht, mitten auf den krassesten Strom der Welt. Ja! Aua! Komm, wir sind zu spät. Komm rein. In der YouTube-Stube hier. Ich fände es im Keller, André. Wohl? Okay, Leute, die Sonne geht gleich unter. Jetzt könnt ihr mal raten, was wir machen. Wir haben es schon, glaube ich, so 3 oder 4 Mal versucht. Hier und dann war immer irgendwas. Niedrigwasser, Hochwasser, zu trüb, zu kalt, keine Unterkünfte wegen Ostern oder keine Ahnung so. Dann wollten wir es in Spanien machen. Zu viel Wind, zu heiß, zu kalt. Also wir haben bestimmt so dieses Jahr so 5 Mal versucht, das hier zu machen. Aber heute sind die Bedingungen perfekt. Übrigens, denkt dran, Leute, auch in diesem Video, die ersten 100 Kommentare haben die Chance auf eine Better Fishing Thunderbox. Na, da lang. Da lang, ne? Oh, es riecht so gut. Es riecht nach Essen wieder, ne? Hast du auch gerade gerochen sofort. Es wird so krass jetzt. Also heute habe ich ein ausgezeichnetes Gefühl. Ich glaube, wir stehen das durch. Weil wir können nicht einfach abbrechen, weil wir keinen Bock mehr haben. Wir müssen das durchziehen. Dafür sind jetzt einfach die zu viel Kosten entstanden, zu viel Termine verdorben. Also heute ist der Tag. Wenn es heute nicht klappt, dann mache ich das nie wieder. Das Video hat nicht mal angefangen und ich hat ungefähr so 2000 Euro ausgegeben. Da sind wir jetzt mit allem drum und dran, ja. Da. Leute, ich habe alles dabei. Badehose. Das brauche ich noch. Das Motivation. Reicht. So, Leiter. Ja, hast du gut geschlafen? Absolut. Sehr gut. Ich habe eine Tiefschlafphase gehabt, 3 Stück, trotz Andruschki. Hat er geschnarcht? Aber wie ein Ochse. Wie heißt euer YouTube-Kanal nochmal? Das ist eine krasse Möglichkeit, Home jetzt zu droppen. Predator Fishing. Und wir fangen heute nur an Wels, wenn vorher alle da abonnieren. Ja. Leute, richtig geil. Es wird wieder mal mit dem Kajak rausgefahren. Mitten in der Nacht, mitten auf den krassesten Strom der Welt. Wir haben noch gar nicht gesagt, was wir heute machen. Wir versuchen, ein Wels zu angeln. Und zwar ein Monsterwels. Hier schwimmt nämlich genau ein Monsterwels rum im Rhein. Ja. 2,60 Meter habe ich gehört. Ja. Und golden ist er auch noch. Gold ist auch noch. Gold, Silber, gefleckt. Nein, Spaß. Aber die Möglichkeit, hier einen Wels zu fangen, auf Sicht im flachen Wasser, ja, das ist schon geil. Also das ist eher ein seltenes Szenario, oder? Ja, ich habe jetzt noch nicht so viele Leute gesehen, die es gemacht haben. Nee, ich auch nicht. Wir haben es schon gesagt. Wir waren jetzt 5 oder 6 Mal, haben wir es versucht. Wann haben wir uns das erste Mal getroffen? Vor 2 Jahren? Ich glaube vor 2 Jahren, ja, bei der Wohnmobiltour 2020. Und so lange haben wir versucht, einen Termin zu finden. Jedes Jahr aufs Neue. Jedes nicht nur Jahr. Einmal. Ja. Wir brauchen heute auch richtig gute Bedingungen. Wir haben ja nämlich was richtig Verrücktes vor. Richtig. Nämlich was? Das könnt ihr jetzt mal erklären. Oh, wir probieren heute einen Wels auf sich zu fangen im Flachwasser, vom Kajak aus. Hoffentlich, der wiegt auch dann schön im Stehend. Und dann, ja, hoffentlich einen richtig dicken, ja. Die Größen, die hier drin sind, würde ich sagen, sind auf jeden Fall um die 2,60. Aber wenn wir einen so über 1,50, 1,60 fangen, wäre schon ganz gut. Wir sagen mal so, von 0 bis 260 ist da halt alles drin. Ja. Aber ich sag mal, der 260er, der wird eher dich fangen, glaube ich, vom Kajak. Also ja, Victor ist einmal jetzt mit uns, glaube ich, Kajak gefahren, vorher also, noch nie, oder? Kannst du dir bitte mal diesen Bizeps reinziehen? Was denkst du, wie stehen heute die Chancen, diesen dicken Wels zu fangen? Oder überhaupt einen Wels zu fangen? Ich würde sagen, die Chancen stehen so 60%, 70%. Also, dass wir einen fangen, 90%, dass der Victor den fängt, 50-60%, würde ich sagen. Das Fokus auf Victor. Ich sage mal, Victor schon so wie Jonas, 50% Chance ist auf jeden Fall möglich. Also, ich denke mal, der Jesko, wenn er nicht zu viel dem Victor vor die Nase servieren will, dass der Victor einen fängt, dann fängt der Jesko auf jeden Fall ein. Wir werden auf jeden Fall ein paar sehen und das ist erstmal die Hauptsache. Wir hoffen, dass der Victor, wir können es jetzt schon mal vorhersagen, Victor wird da rumfahren und sagen, boah, guck mal, eine Brasse, oh, und ein Alan und eine Nase, boah, was ein dicker Graser. Und dann wird er die ganzen Welse voll ignorieren, weil er alles andere so geil findet. Also Victor muss heute auf jeden Fall den Fokus finden und sich auf die Welse konzentrieren. Und Victor ist schon heiß, der will rapfen, fangt er schon die ganze Zeit. Richtig, ich habe nicht Fokus. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt lieben oder hassen soll, diese Angelei. Aber sie ist natürlich, wenn es klappt, mega spektakulär. Also auf Sicht, ich meine, stellt euch das mal vor. Also ein Rapfen auf sich zu angeln ist schon geil. Barsche auf sich zu angeln ist geil, Hecht und so weiter. Aber ein Wels, also ein Wels, der macht ja nicht so tock. Der macht einfach rums. Und dann ist auch nicht irgendwie, ah, mal gucken, ob er losschwimmt. Nee, er schwimmt los und er schwimmt doll und schnell los. So heftig, wenn es klappt. Und dann hast du ja im Kajak auch nicht so richtig krass die Möglichkeit. Wir haben ja keine Fußkajaks, sondern wir haben so Ruderkajaks mit Paddel, also Paddelkajaks. So, und das wird auf jeden Fall wild. Es wird wild, komplett wild. Ich sehe es eigentlich noch nicht, dass es klappt. Aber wenn es klappt, das wäre dann abgefahren. Dann kann man so ein Häkchen dahinter machen. Mission accomplished.
Leute, was wir jetzt erstmal machen, ist ja noch hell, da beißen wir noch nicht so gut. Das heißt, wir werden jetzt noch ein bisschen paddeln üben. Victor wird paddeln üben und angeln im Stehen. Kann nicht kaputt gehen, ja? Nein, das Kajak nicht. Okay, Leute, macht's gut. Tschüss, ich fang schon mal ein paar, wa? Fahren wir den Victor mal schnell hinterher, sonst ist er gleich ja nicht wirklich in den Niederlanden. Freust du dich, André? Oder hast du ein bisschen Angst? Ein bisschen Angst? Das glaube ich dir. Mit Jonas hätte ich auch ein bisschen Angst. Also ich fahre jetzt hier mit der Fähre hier um die Wette. Guck mal, Leute. Bitte? Ich führe. Okay, sie ankern noch, aber trotzdem. Das ist ja ihr Problem. Lenken lässt sich das auf jeden Fall gar nicht mal so gut. Ach komm, immer diese Rumheulerei. Ja, habe ich jetzt rumgeheult? Guck mal, wir sind schneller als Lady Dill. Victor, jetzt weiß ich, warum du mich mitgenommen hast. Konrad hätte nie im Leben das mitgemacht. Wird auch viel schlimmer. Oh, es riecht gut. Aber Essen. Das riechst du, das Essen. Riecht auch wie nach Scampis tatsächlich. Ich muss sagen, ich finde das richtig geil. Macht ja schon richtig Spaß. Egal, ob wir was fangen oder nicht. Lass uns nur Kajak fahren. So, jetzt sind wir hier. Alle nass. Was machen wir jetzt? Ja, pfui, geht Wasser, wa? Beim Angeln, wo kommt das denn her? Ich finde das geil, ganz ehrlich. Das ist so, fühlt sich Urlaub an. Hier ist Trainingsfeld und später fahren wir dann aufs Spielfeld. Habe ich hier schon mal diesen? Hast du noch gar nicht gezeigt. Okay. Ja, also jetzt machen wir kurz ein bisschen ruhig und du übst ein bisschen mit dem Fahren, Jonas ein bisschen mit André und so. Genau, und dann, ein bisschen, genau. Ja, Junge, das ist mal was, ne? Und dann fahren wir ein bisschen auf eine andere Strecke. Die andere Strecke ist so ähnlich wie die hier, aber da ist ein bisschen mehr Fisch unterwegs und da können wir entspannt angeln, nicht so viel Strömung. Möchtest du überhaupt alle Informationen leaken jetzt hier, oder? Da gibt es überhaupt nichts zu leaken. Naja. Hauptsache nicht ins Wasser fallen. Also wir haben halt gesagt, Victor muss auf jeden Fall im Kajak stehen, weil wir die Fische ja später mit der Kopflampe suchen. Und wenn man sitzt, hat man einen scheiß Winkel. Und wenn man steht, ist es einfach ein bisschen übersichtlicher. Man kann weiter gucken und man hat auch einen besseren Winkel, damit das Licht ins Wasser kommt und man die Fische besser sieht. Deswegen muss Victor auf jeden Fall stehen. Als er das letzte Mal hier war, hat er ein bisschen Angst gehabt. Da hat er nur gekniet. Aber wir angeln heute auch nur in Knie- bzw. bauchtiefem Wasser. Also da kann gar nichts passieren. Auch wenn er mal reinfällt, steht er halt wieder auf. Das letzte Mal war auch sehr windig. Ja, und, stimmt, hast recht. Letztes Mal war schon sehr krass. Kajakbewegung ist nicht schlimm. Das finde ich sogar manchmal geil, wenn das ein bisschen wackelt. Vor allem die größeren. Aber halt dieses Klackern von Plastik und Metall, das finde ich halt gar nicht cool. Ja. Ja. Deswegen das sehr leise hinlegen und immer erst den Fisch richtig anfahren. Erst in eine gute Position kommen und dann anwerfen. Das heißt, nicht über 5 Meter den Fisch anwerfen, sondern lieber direkt an den Fisch ranfahren und dann nur noch vor die... Direkt ranfahren? Vor die Schnauze halten. Und was, wenn er wegschwimmt? So hinterher oder was? Ja, teilweise ja. Wenn er nicht flüchtet, sondern nur langsam wegschwimmt, hinterher fahren. Wir fahren ja teilweise auch mal 10 Minuten lang hinterher. 10 Minuten hinterher? Bis wir gut stehen und dann anwerfen. Und von vorne anschmeißen? Der kommt drauf an, wie er kommt. Das ist völlig aber egal. Aber du musst den Gummifisch vors Maul servieren. Direkt vor die Nase. Ja, am besten direkt vor die Nase. Ja. Also so knapp am Kopf vorbei. Dann triggert einfach dieser Beißreflex. Die merken, da kommt was runter, man hier einfach pam. Und auch wenn er so ein bisschen wegschwimmt und eigentlich keinen Bock hat und du triffst ihn gut, kann es auch immer sein, dass er beißt. Also ich könnte auch den anschmeißen über 3, 4, 5 Meter. Könntest du auch machen, aber dann triffst du teilweise nicht so gut. Ah, okay. Und teilweise, wenn es so laut platscht, erschreckt das auch ein bisschen. Vor allem die letzte Zeit waren die ein bisschen spooky. Ja. Okay, Leute, also ich fühle mich jetzt gewappnet. Jona, hast du gesehen, wie geil ich das gemacht habe? Du hast es so geil gemacht. Also, wir fahren jetzt ein Stückchen. Wir haben noch eine halbe Stunde, dann ist die Sonne komplett, also sie ist jetzt schon weg, aber dann ist es auch richtig dunkel. Und dann kommen die Welse nämlich raus aus ihren Löchern. Also, die Welse kommen jetzt ins Flache. Schön, um die Brassen zu fressen und die Nasen und die Barben. Weil die ziehen sich natürlich nachts aus dem Tiefen raus. Erstens auch zum Fressen und zweitens, weil die natürlich Schiss haben, weil die natürlich im Flachen eine bessere Fluchtmöglichkeit haben von den Welsen. Teilweise fressen die Welse aber auch so kleine Rapfen und so, die kommen natürlich auch alle ins Flache. Da sind die Welse hinterher, hier ist auch überall Kraut, die können die sich verstecken und schön jagen und schön räubern und da holen wir die jetzt hoffentlich ab. Ich sag immer, wenn alle Fische schlau wären wie die, die im Flachwasser sind, dann wären nämlich alle hier und dann wären auch alle Welse da. Aber daher sind viele Fische dumm und chillen immer noch da draußen, deswegen kommen nicht alle Welse flach. Wir haben halt Vollmond, da kommen nicht immer so viele flach, aber so eins, zwei werden wir schon sehen und dann auch fangen. Also sehen tun wir bestimmt mehr und dann kommt es auf den Victor an, wie gut er sie überlistet. Ich kann das. Druck ist da und der Fokus. Jetzt, wir haben den ersten Wels gesehen. Es wird eine krasse Challenge, weil das jetzt extrem Multitasking.
Der liegt schön. Gute. Der hat Bock. Drückt euch auseinander und dann durch die Mitte. Pass auf. Ja, rechts von dir. Ich sehe ihn. Ah, abgehauen. Genau in dem Augenblick. Aber das war ja krass. Okay, es war jetzt erstmal... War so 1,10 Meter oder so? Wir haben den ersten Wels gesehen. Und es war gleich auch ein... war jetzt kein Mini. Ja, aber kleiner wird es auch nicht. Also das ist so also das Kleinste eigentlich, was wir zu Gesicht bekommen haben. Okay, geil. Und der vor allem, der ist fast gar nicht abgehauen. Wir sind über den rüber gefahren und so. Der hatte auch Bock. Ich sag, der hat gebissen jetzt. Wir waren halt mit 3 Kajaks dann oben drüber. Irgendwann ist halt auch einfach zu viel. Da hat er gesagt, ey Leute, ich wollte euch wirklich jetzt ein schönes Erlebnis bescheren, aber da müsst ihr noch ein bisschen üben. Also ist jetzt die erste Trift, jetzt haben wir noch keinen weiteren gesehen, aber dafür ganz viele Friedfische, Brassen und das ist natürlich spektakulär und die hauen auch nicht ab oder so. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass die uns mögen und uns hinterher schwimmen. Aber wo die sind, da ist natürlich jetzt auch ein Wels wahrscheinlich nicht weit. Aber Vollmond soll ja ganz schlecht sein, ne? Hat Jesko gesagt. Aber es gibt andere Angler, die behaupten, dass das sogar sehr gut sein soll. Also klauen wir mal heute lieber den anderen Anglern. Links von mir? Links hier, von mir. Von dir? Soll ich rudern oder soll ich mich etwas treiben lassen? Der Jesko ist heiß. Wo ist der? Der war zu tief, der ist weg. Perfekt. Da. Verfolgen? Nee, der schwimmt ins Tief, der ist weg. Versuchen noch mal zu finden. Der ist auf jeden Fall noch hier. Da ist der Schwanz. Da ist der Schwanz. Und der Kopf ist rechts davon. Siehst du? Fahr noch mal ran, weil der Wind dich wegdrückt. Und dann nicht werfen, sondern einfach von oben rablassen auf den Kopf. An der Schnur einfach. Ja, das ist eine richtige Challenge. Ja, weil der Wind drückt. Hier unter mir liegt er. Hier in diesen Krautbüschel. Lass den Köder da ins Kraut rein. Okay. Da hinten ist der Schwanz. Siehst du den Schwanz? Da ist der Schwanz. Da hinten. Lass ihn hier rein. Vorm Schwanz, hier, da rein, in das Krautbüschel. Ja, in das Krautbüschel. Nein, weiter vorne, da, genau, da. Ja, noch ein bisschen weiter. Hier? Na, der ist weiter hier vorne. Ja, fahr mal an ihm vorbei und lass ihn drüber rein. Hast du einen Blick? Ja, ja, ich würde ihn auch fangen. Ja. Siehst du den Schwanz? Ja. Und da ist dann der Kopf drin hier vorne. Weißt du, wo ich meine? Hier in diesem engen Zeug. Ja. Ja, da muss der Köder richtig rein, richtig ins Kraut, sodass du noch gar nicht mehr siehst, den Köder. Okay, mach mal. Der nimmt den auch durchs Kraut. Ja, der nimmt den durchs Kraut, wenn du ihn triffst. Jetzt nochmal 2 Paddelschläge links, dass du über ihn drüber kommst. Nicht so laut. Und dann drüber und den Köder voll ins Kraut. Voll reinpfeffern. Wenn die liegen bleiben, nehmen die den eigentlich. Das ist jetzt eine gute Chance. Aber nicht werfen, sondern lieber einfach nur ablassen. So, da? Ja, ich denke, irgendwo da müsste er ja liegen. Ah, oh. Das war noch zu, die Rolle war noch offen. Oh, ich hab's so in der Spitze gesehen. Junge ist da reingefahren. Ey, ich hab's so in der Spitze gesehen. Scheiße. Oh, Victor, das war er. Nein, der ist jetzt weg. Sicher? Ja. Ja, der ist abgehauen. Oh. Leute. Ey, unglaublich. Ich sag immer, aber ist mir letztes Jahr auch passiert, man hat so wenig Fehlbisse dabei bei dieser Angelei, weil man sie so gut trifft, aber manchmal passiert es halt. Aber immerhin, jetzt ist der Victor richtig heiß. Oder, Victor? Alter, das war jetzt ja, das war ja krass. Hast du ihn gemerkt? Ich hab ihn gemerkt. Kranker Biss, oder? Es war ein Biss, muss ich ehrlich sagen, aber die Rolle war halt komplett noch offen. Ja, jetzt, das war jetzt, also ich guide hier zwar, aber ich dachte, der Victor macht die Rolle schon noch gut. Macht nichts, egal, wir finden noch einen. Wir finden noch welche. Ist halt Pech jetzt. Aber ansonsten war geil, muss ich sagen. Ja. Der hat so die Spitze runtergerissen, das war unglaublich, echt. Man hat halt hier bei der Angelei, dadurch, dass man halt, ich habe ja gerade zu Victor gesagt, er soll gar nicht werfen, sondern wir haben ja nur 50 cm und dadurch haben wir so wenig Schnur im Wasser, dass die halt so asozial reinhauen. Das sind halt richtig, richtig kranke Bisse. Naja, zoomen wir mal weiter. So, Victor. Das war mein erster Fisch mit Biss im Rhein jemals, im Deutschen. Elbe. Nee, Donau. Vergesst mal, welcher Fluss ist. Achtung.
Okay, Leute, wir haben jetzt so zwei oder drei Triften gemacht, hoch und runter, und sind keine Fische mehr irgendwie da. Und dazu kommt noch Wind. Wenn du so ein ganz kleines bisschen Wind, wir haben ein bisschen mehr als ein kleines bisschen Wind, die Oberfläche zerstört, dann kann man nicht mehr reingucken ins Wasser. Ja. Und das bedeutet, man sieht die Welse dann auch nicht mehr, selbst wenn sie da wären oder zu spät. Aber wir haben auch, also wir haben einfach auch kein Glück. Aber Leute, Gott sei Dank haben wir noch eine Nacht und da wird es noch schlimmer. Laut Wettervorhersage. Ah, das ist ärgerlich. Dieser eine Fisch. Den hättest du kriegen müssen. Dann wäre das alles erledigt gewesen. Ja. Dann wären wir jetzt schon im Bett und würden schon unseren Gin Tonic trinken. Jo. Okay. Täglich grüßt das Murmeltier, Leute. Wir gehen jetzt wieder ins Wasser. Haben heute den ganzen Tag gepennt, gegessen, gearbeitet. Eigentlich wollten wir zwischendurch noch irgendwas machen. So angeltechnisch, aber sag mal einer, nee. Das war so hart gestern. So bis 4 Uhr nachts. Dann sparen wir uns lieber die Kraft heute, weil heute wird es nämlich noch anstrengender. Ich hoffe, dass wir zwischen 0 und 1 Uhr so ein bisschen Wind haben. Weniger Wind haben, so wie gestern. Aber so richtig geil wird es eben nicht. Aber es ist egal, wir gucken. Wir ziehen es durch. Aber da wir jetzt quasi jetzt schon alles können, wollen wir nicht mehr üben. Wir treffen uns jetzt am Wasser und jetzt fahren wir rüber zu einer Insel. Wenn dort bis zum Sonnenuntergang richtig schön auf Rapfen schmeißen. So richtig geil, chillig, so ein bisschen so reinkommen, ne? Und schon noch was essen auf der Insel. Boah, das ist irgendwie so ein komplett rhythmuszerstörendes Angeln. Bin nämlich heute um 8 oder so wach geworden. Nachdem ich um 4 ins Bett gegangen bin, bin dann frühstücken gegangen. Bin mich um 10 wieder hingelegt, bin um 12 wieder wach geworden. Dann haben wir noch mal was gegessen, dann gearbeitet, dann wieder hingelegt. Also, nicht gut, Leute, nicht gut. Und gut geschlafen, Viktor. Naja, gut würde ich es nicht nennen, aber ein nee. Bisschen, ja. Kurz und schlecht. Ja. Ich fange heute auf jeden Fall mit Köder. Was will schon ich? Mal. Köter, bitte. Viktor wollte ja eigentlich baden gehen heute. Ja. Aber hat sich dann doch fürs Schlafen entschieden. Ja, und arbeiten. Muss ein bisschen arbeiten. Also ich nicht, er aber. Oh, oh, ah. Ich glaube, hier gibt es gar keine Hoffnung. Ich habe schon drei Würfe gemacht. Wenn ich in drei Würfen keinen gefangen habe, dann kann es hier keine geben. Oh, wir sitzen auf der Insel und der Jonas, ohne Spaß jetzt mal. Pizza Hawaii. Was soll das für eine Pizza sein? Mit Obst drauf. Das ist eigentlich, streng genommen, ist Tomate auch ein Obst. Nein. Du hast doch auch ein Obst auf der Pizza. Nein. Also wirkt euch dann aber wirklich nicht so weit aus dem Fenster nehmen. Nein. Ist Tomate ein Obst? Ja oder nein? Bitte in die Kommentare A. B. Hat Ananas was auf der Pizza zu suchen? Nein. Die einzigen richtigen Männer sind Jesko und ich. Wir haben Pizza Salami. Ich befürchte aber, dass wir den Kommentaren verlieren. Nein. Ananas und Schinken. Also das ist einfach eine sehr gute Kombination. Süß und herzhaft. Das schmeckt aber einfach. Weißt du, warum der, ob das jetzt auf die Pizza gehört Jonas oder nicht? Und der André da so auf einer Wellenlänge sind? Weil die ganze Zeit zusammen im Kajak kommen. Ja, genau. Gegenseitig angesteckt. Also eigentlich ist nur einer von den beiden schuld. Ich würde sagen, wir probieren es auf jeden Fall, oder? Feuer abbrechen, das sind doch keine Mem. Also, schon irgendwo. Schon irgendwo Mem. Aber wir haben ja jetzt das Zeitfenster bis 1 Uhr. Weil dann muss André und Viktor Haia Haia machen. Sandmännchen ist aufgenommen, oder? Richtig. Das wird dann noch geschaut später. Ich würde vorschlagen, wir probieren das jetzt einmal, auch wenn der Wind gerade so richtig abgeht. Und wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Unsere Kajaks sind weg. Dann geht's nicht. Wir müssen jetzt eh ein Stück fahren und vielleicht ist bis dahin oder an dem anderen Spot ja ein bisschen weniger Wind. Und vielleicht geht's da. Ansonsten machen wir da kurz ein bisschen Pause und hoffen, dass der Wind vielleicht nachlässt. Leute, ich guck gerade auf die Oberfläche. Wir werden nicht mal durch die Oberfläche durchgucken können. Mit der Einstellung bestimmt nicht, Viktor. Positiv denken. Realismus. Positiv denken. Weil es macht dann auch irgendwie nicht so richtig Spaß, wenn du die ganze Zeit gegen alle Widerstände ankämpfen musst.
Anstatt dass du einfach mal schön durchs Wasser gleitest, links und rechts guckst, ne? So wie das gestern teilweise mal so war zwischendurch. Das hast du halt leider nicht. Das ist halt immer das Problem. Immer? Nein, aber du hast ja das Problem, dass wir hier auf so alle Umweltfaktoren angewiesen sind bei der Angelei. Also wir brauchen ja perfekten Wasserstand, perfekte Trübung und dann kein Wind. Und zwei von drei Sachen sind ja echt perfekt. Ja. Und der Wind ist halt jetzt nicht perfekt. Um nicht zu sagen, komplett unperfekt. Es ist ja warm, das ist ja nicht das Problem. Es ist ja nicht kalt, aber es ist halt windig. So langsam verliere ich den Glauben an diese Sache. Ja, das tut mir richtig leid. Ich habe auch schon gesagt, ich gehe die nächsten vier Tage am besten gar kein Wels angeln, weil sonst läuft es wieder gut und dann sind wir alle noch trauriger. Richtig. Also ohnehin schon. Richtig. Hä? Oh, da ist ein Wels, ein großer Wels. Nein, nein, oh nein! Es war 1,40 Meter oder 1,50 Meter. Boah. Ja! Nein, ich habe ihn so verkackt! Oh! Kommt er in meine Richtung? Wir sehen ihn jetzt direkt vor mir. Ja. Oh, Jonas! Ey, Mann! Es ist so dumm. Der ist aber auch so schnell geschwommen. Aber die Wälse sieht man tatsächlich doch relativ gut. Ist er weg? Ja. Ja, das ist krass. Das ist ja richtig. Jetzt geht der richtig ab, wa? Ja. So viele Wälse. Leute, und das ist so krass. Wir haben vorhin noch geheult und wollten schon abbrechen, oder? Ja. Und abbrechen, weil der Wind einfach, jetzt ist der Wind weg, komplett weg. Also toll, toll, toll. Kannst du noch dreimal auf den Kopf klopfen? Spaß. So. Dafür ist es ein bisschen trüber halt, ne? Aber Victor, ist egal. Jetzt man sieht sie halt. Keine Worte mehr, sondern jetzt mal Taten hier. Ja, ey, ich habe überhaupt erstmal jetzt so das Gefühl, dass man eine Chance hat. Ich habe ja gestern irgendwie einen Fisch gesehen. Und heute jetzt schon in einer halben Stunde fünf oder sechs oder so. Alter, Scheiße. Der war groß. Boah. Ey Leute, das ist so krass. Das ist wirklich so krass. Also ich habe ja schon so viele Wälse gesehen heute, wie irgendwie gestern wir nicht zusammen. Und ihr habt auch nochmal dreimal so viel gesehen. Also hier sind ja so viele Wälse unterwegs. Natürlich scheiße, dass wir jetzt noch keinen gefangen haben, aber es war so krass. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das war also bin richtig baff. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Leute, sind es viele Wälse, die wir gesehen haben bis jetzt? Ja, ist das schon okay. Das ist schon okay. Ich war schon so mindestens 20 Stück gesehen. Das ist schon in Ordnung, aber da geht auf jeden Fall nach oben hin schon noch einiges. Ja, wir sind eine Stunde da. Ja, ah ja, dann lass uns mal einen fangen, oder? Ja, also ich war kurz davor, Leute. Ich war so kurz davor. Ich habe den genau auf den Kopf gemacht, so dem einen. Der lag da unten richtig schön. Aber der ist dann sofort abgehauen. Und wir haben Dicke gesehen. Also du bist 1,60 Meter so. Dann war Jonas und ich haben vorhin einen von 1,90 Meter gesehen. Also das ist halt auf jeden Fall schon... Und das ist vor allem so dramaturgisch so krass einfach, oder? Dass wir einfach so von gestern 5, dann Wind, Kacke, dann auf einmal gar keinen Wind mehr. Dann auf einmal so viele Wälse. Junge, das ist krass. Also ich glaube wirklich, dass vielleicht schaffen wir es doch noch. Ja! Was ist los? Jetzt haben wir einen. Nein! Wir wollten Samstag dann zurückfahren. Alter! Junge, Junge, Junge. Boah, der hängt aber auch knapp, ey. Ja, klar. Das wird Falle geben, ich kann euch ganz. Ja. So, Leute, da haben wir ihn. Wir wollten eigentlich gerade schon abhauen. Wir haben schon das ganze Zeug geholt. Ja, ich wollte jetzt holen, den helfen, das Zeug zusammenpacken noch. Da schwimmt gerade einer an mir vorbei. Ich hatte den Tretamt hier schon im Wasser. So angeln wir eigentlich nie. Und den habe ich jetzt einfach mal angeworfen auf gut Glück. Und da ist er. Er ist immer so. Das dürfen wir nur nicht verlieren, weil der hängt echt sehr knapp. Sieht man leider nichts, deswegen
Was denn? Wo möchtest du hin, André? Da vorne ist ein Schnapp. Ah, genau. Da haben wir. Yeah, Alter! Geil! Ich kann es nicht glauben. Ich kann es wirklich nicht glauben. Das ist der absolute Wahnsinn. André hat schon gesagt, du hast. Ist es die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Was denn? Wir wollten gerade abbrechen. Wir haben schon das ganze Zeug geholt. Wir haben das ganze Zeug von der Insel geholt. Guck mal. Wirklich? Und dann fängt. Wie hast du das geschafft? Erzähl mir bitte. Einmal der Fisch und einmal. Nee, Moment. Moment. Fisch ist es nun lange nicht. In Fisch. Ein Wels. Und schaut euch mal an, wo der Köder hängt. So, draußen nämlich. Es gibt's ja nicht. Sinnbildlich. Es ist einfach so unglaublich. Es ist einfach mal wie das Leben des. Also, kann das mehr Drama sein? Nee. Also, diese zwei Tage? Wir hatten Deadline um 1 Uhr heute. Ja. Es war 0.57 Uhr. Und ich dachte, komm, jetzt muss ich denen da oben noch helfen. Drehantrieb ins Wasser. Wir angeln ja sonst immer nur mit Paddel, weil wir so flach angeln. Ich fahre hier mit voller Geschwindigkeit nach oben. Auf einmal schießt ein Wels neben mir raus. Und ich dachte, ja komm, den werfe ich jetzt nochmal an. Einen Wurf gemacht, im Sitzen sogar. Gar nicht mehr hingeguckt, patz. Voll reingeknallt. Junge, richtig, richtig geil. Jawohl, jawohl. Es ist unglaublich. Du hast uns gerettet, Jesko, wirklich. Jesko, du alte Schlange. Keiner kann so hart und lange. Jawohl, es geil. Es ist einfach das Krasseste, wirklich. Angeln ist eins der krassesten. Es kann immer alles passieren, ja? Ich fasse es wirklich nicht. Ich kann es wirklich nicht fassen. Es ist für mich immer noch unglaublich. So Leute, ich würde sagen, den essen wir heute auf, oder? Als Belohnung, als unser hartes Arbeiten für die letzten zwei Tage. Ja, André hat gesagt, er isst alles. Also auf die Welt. Aber kleiner Wels ist auch sehr lecker. Ja. Deshalb kommt der auf jeden Fall mit. Geil, Viktor. Schön. Junge, Junge, Junge. Ich bin stolz auf euch. Endlich. Ich bin stolz also auf mehr auf dich. Nein, Spaß. Jawohl. Geil. Ist in Weltschland. Den kann man auch essen. Ja? Der Bürger ist immer noch. Was man noch machen kann.